Panthenius Yachtversicherungen präsentiert Ihnen Boot aktuell. Panthenius, da kann kommen, was will. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Boot aktuell bei Center TV heute an diesem Freitag. Wir melden uns heute aus dem Refit Center in Messehalle 11, ein Novum auf der Boot 2014, und darüber wollen wir auch jetzt sprechen. Zu meiner Linken sitzt Heike Frank Osterhild. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie ist diejenige, die hier mit ihrer Agentur das ganze Programm organisiert und vorbereitet hat für das Refit Center. Und Bastian Haug zu meiner Rechten ist selbst Werftbesitzer und wird uns gleich noch das ein oder andere sagen können, so zu den ganz praktischen Tipps. Frau Frank Osterhild, vielleicht noch mal erstmal für unsere Zuschauer so zur Erklärung, dieses Refit Center, womit wird sich hier in der ganzen Woche thematisch und auch jetzt am Wochenende noch thematisch beschäftigt? Letztendlich lebt das Refit Center von der Vielfalt, weil Sie wissen es selber, am Boot ist immer was zu tun, und man kann jetzt quer durchs ganze Boot gehen. Also es fängt an mit Anti-Fouling, wo es ja 1000 verschiedene Möglichkeiten schon gibt, mechanisch mit Bürsten oder mit verschiedenen Grundierungen, Epoxid und so weiter. Also da würde man schon eigentlich alles füllen können, aber wir gehen natürlich auch ins Boot. Wir gucken uns an, was gibt es beim Schlafkomfort, wie kann man die Boote gemütlicher machen mit Licht. Man kann da ganz viel verändern. Kleine Schäden, große Schäden, wo kann man auch als Do-it-yourself-Mensch selber Hand anlegen, wo muss der Profi ran. Also ich sag mal, Wasserpumpen, das ist so eine Geschichte, die man, glaube ich, abgeben sollte. Da haben wir auch ganz, ganz kompetente Aussteller hier auf der Messe, und es ist schon erstaunlich, wie viel Vielfalt und Kompetenz hier sich versammelt hat, und wir freuen uns ganz besonders, hier in Düsseldorf das Refit Center ausrichten zu dürfen. Und wenn man mal auf die Woche zurückblickt, es war ja jeden Tag hier in Halle 11 im Refit Center wirklich voll, also das scheint ja wirklich ein Thema zu sein, was bei den Messebesuchern auch gut ankommt. Absolut, es ist so, dass der Gebrauchtmarkt von Booten unglaublich groß ist, der Bedarf ist da, wir sehen das hier, also es war immer voll, es war wirklich so, dass die Zuschauer auch Hand anlegen konnten, selber ausprobieren konnten, wie mache ich das beim Teak Deck, wie kann ich das verfugen. Es wurden viele Fragen gestellt, also das war wirklich toll. Wir haben die Experten-Talks hier gehabt mit herausragenden Gästen, mit Themen wie das Boot vom Sultan wurde hergerichtet oder Harmony, ja, so richtig alte Schiffe, was wurde da gemacht, aber auch natürlich wirklich ganz spezielle Geschichten, wo man in die Tiefe geht, Hintergrundwissen, wie entstehen denn solche Lacke im Labor, also ja. Und ein Experte, der dieses Hintergrundwissen hat, ist eben Bastian Haug. Wir kennen uns, wir sind beim Du, Bastian. Du bist selbst Werftbesitzer. Du hast in Schleswig eine kleine Werft und machst eben genau das, worüber hier in der Woche im Refit Center gesprochen wurde. Das heißt, du kümmerst dich um die Instandsetzung, Instandhaltung von Booten. Ist das tatsächlich, um jetzt auch nochmal hier auf den großen Besucheranspruch oder die gute Rückmeldung zu sprechen zu kommen, ist das ein Thema, was dem Bootsbesitzer brennend interessiert und was bisher hier auf der Boot gefehlt hat? Ja, natürlich. Also gerade die Bootseigner, die mit älteren Booten schon lange unterwegs sind und ja auch eine ganz persönliche Beziehung zu ihrem Schiff haben, die gerade eben auch, Boote sind Baustellen, das ist erstmal ein Fakt. Gerade ältere Boote sind Dauerbaustellen. Und Bootseigner, gerade die selber schon ein paar Jahre dabei sind und etwas Erfahrung mit haben, Bootseigner sind Bastler. Die wollen auch selber machen, die wollen nicht alles immer in eine Werft geben. Das ist bei uns zum Beispiel, wir sind ein relativ kleiner Betrieb oben in Schleswig. Natürlich machen wir Sachen komplett. Wenn ein Eigner sagt, hier ist der Schlüssel, ich möchte mein Boot im Frühjahr wieder abholen, dann machen wir das. Aber ganz viele unserer Kunden kommen und sagen, ich würde gerne im Winterlager dies und jenes selber machen. Da müsste ich vielleicht mal eine Frage fragen. Und ab einem gewissen Punkt sagen sie, da sind wir dann überfordert, da machen Sie mal lieber. Und ich glaube, das ist so ungefähr der Querschnitt, den wir hier auch sowohl im Publikum sitzen hatten, als auch oben auf der Bühne. Wir hatten Eigner hier sitzen, die eigentlich nur aus Interesse mal gucken wollten, damit sie wissen, was sie den nächsten Winter bestellen sollen. Und wir hatten andere Eigner hier mit ganz qualifizierten Fragen, mit Fachfragen, die wirklich unsere Referenten hier gelöchert haben. Die werden das selber machen. Und die kommen hierher, weil sie wissen, da kommt Herr XY von Firma so und so. Und dem frage ich jetzt, da haben sie hier die Chance zu Löcher in den Bauch, bis er umfällt. Und genau das ist in der Sache hier. Heißt also auch deine Einschätzung ist wirklich die Themen, die hier die Woche über besprochen wurden, wo wir die Experten hier auf der Bühne dann auch gesehen und gehört haben. Das sind auch die Themen, die eben die Bootseigner und Bootsbesitzer dann wirklich umtreiben.
Sowohl, also umtreiben auf jeden Fall. Wie gesagt, ob sie das dann selber in die Hand nehmen oder einer Werft in Auftrag geben, das ist auch eine Typfrage und eine Frage des Budgets, des Alters, der, ob man zwei rechte oder zwei linke Hände hat und ob man die Zeit dafür hat, ob man im Winter sich wirklich in einer Halle selber hinsetzen möchte und arbeiten möchte. Viele, denke ich, werden das selber tun. Und die Themenvielfalt war ja wirklich enorm. Antiquedecks, denke ich, werden die meisten, wenn es wirklich um größere Flächen geht, eher nicht rangehen. Aber so kleine Fugen mal ausbessern, was wir die letzten Tage mehrfach gezeigt haben, das ist eine Sache, das hat man ja gemerkt, da kommen die hier nach vorne und fragen und gucken, und hatten wir in verschiedensten Workshops von verschiedensten Anbietern hier gezeigt, wie man das auch auf unterschiedliche Arten machen kann. Das ist ein wichtiges Thema. Genauso wie vorhin schon gesagt, Motorreparatur, das wird ein Eigner nicht selber machen. Unterwasserschiff malen macht bei uns in der Firma zumindest fast jeder selbst. Also, wir haben, glaube ich, hier mit dem Refit Center in Schwarze getroffen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Herzlichen Dank dir und Ihnen für die Informationen. Und liebe Zuschauer, jetzt gibt es nur einen kurzen Werbespot und dann sind wir auch schon wieder zurück auf der Boot 2014. Und dann schauen wir uns nochmal alles an, was die Highlights angeht, unter anderem auch hier im Refit Center. Großes Thema im Refit Center ist das sogenannte Fouling. Ein Problem, das viele Bootsbesitzer kennen. Sobald irgendwie am Bootsrumpf ein Bewuchs ist, hemmt das die Geschwindigkeit. Also die Reibung, wie das Schiff durchs Wasser gleitet, das verändert sich. Es bremst also im Prinzip. Und gerade bei großen Schiffen macht das also wirklich dann auch was für den Treibstoffverbrauch aus. Das Boot reagiert nicht mehr so, also man ist nicht mehr so schnittig. Insofern ist man eigentlich seit der Antike bestrebt, dieses Zeug irgendwie wieder abzukriegen. Also schon die alten Römer waren es, glaube ich, haben Bleiplatten auf ihre Schiffe gemacht, um da irgendwie dieses Grünzeug von abzukriegen. Durch Anti-Fouling wird versucht, dem entgegenzuwirken. Meist mit einer pestizidbelastenden Grundierung des Bootes. Doch zunehmend wird darauf Wert gelegt, eine pestizidfreie und somit umweltfreundlichere Variante zu finden. So wie ich es verstehe, rechnet die Fachwelt damit, dass da demnächst ein Verbot kommen könnte. Es gibt, soweit ich weiß, auch schon Gewässer, wo es verboten ist, mit solchen Anstrichen drauf zu fahren. Und insofern, wenn ein Verbot für solche Anstriche kommt, wäre es ja super, wenn man sagen könnte, okay, das dürft ihr nicht mehr, aber das andere gibt es auch, könnt ihr nehmen und da könnt ihr es kriegen oder so. Und darum sind wir halt interessiert daran, jetzt hier die Entwicklung so ein bisschen als Deutsche Bundesstiftung Umwelt da finanziell unter die Arme zu greifen und das ein bisschen vorwärts zu tragen. Aber es geht natürlich auch um die Ausbesserung von Schönheitsfehlern. Hier gibt es ein neues Konzept, das schnell und einfach funktioniert und dabei auch noch einfach zu bedienen ist. Unser System ist ganz einfach ausgebaut. Ich brauche einen Hartwachs, ich brauche einen Schmelzer, ich brauche einen Hobel, ich brauche ein bisschen Schleifpapier, ganz fein, und ich brauche Strukturpinsel. Hier gehen wir bei, machen den Schmelzwichtel, bringen wir auf 80 Grad, lassen den Wachs in den Schalen laufen, schleifen danach, hobeln danach, planen, den Glanz wegnehmen, schleifen, kleine Raster mit einem Pinselfix setzen, abfixieren und fertig. Kann jede Hausfrau. Ebenso neu ein Kleber, der durch LED innerhalb von 3 Sekunden aushärtet und in verschiedenster Form angewendet werden kann. Sie können Verbindungen schaffen, Sie können Risse auffüllen, abdichten, Sie können dreidimensional mit dem Material arbeiten, das heißt modellieren. Das Material ist anschließend von der Formgebung her schleif- und fräsbar, ebenso überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacken. Und von daher ist die Anwendungsmöglichkeit also fast unbegrenzt. Selbst ist der Mann oder die Frau. Rund 2/3 der Bootsbesitzer legen an ihrem Boot selbst Hand an. Das Interesse am Thema Refit steigt. Eine Entwicklung, auf die auch im Handel eingegangen wird. Aus dem Credo Denke Kunde, dass wir immer wieder auch Nachfragen hatten von Kunden, die klassisch als Heimwerker, als Bastler im Bauhaus eingekauft haben, die dann speziell für ihre Boote auch Zubehör gesucht haben. Da war es naheliegend zu sagen, ich habe Edelstahlschrauben, warum habe ich nicht V4A Edelstahl, das ich auf Schiffe verbauen kann? Ich habe Farben, warum habe ich keine Bootslacke, warum habe ich kein Anti-Fouling? So ist das entstanden. Das war anfangs ein ganz kleines Sortiment, das dann immer weiter gewachsen ist. Und mittlerweile haben wir einfach rundum alles, was man von einem gut sortierten Fachhandel erwarten kann.
Das Refit Center ist also eine gute Möglichkeit, sich Tipps rund um die Pflege von Booten zu holen und nebenbei noch die neuesten Trends zu beobachten. Auch heute gibt es bei uns wieder was zu gewinnen, nämlich einen 75-Euro-Gutschein von Akeonautas. Der ist heiß und begehrt, denn ich habe hier zwei Freiwillige. Einmal den Marc, hallo. Hallo. Und du bist die Katharina, richtig? Ja, genau. Hallo. So, und ihr möchtet hier was gewinnen. Wisst ihr, worum es geht? Nein, noch nicht so ganz genau. Habt ihr denn mal, wir stehen hier am Kite-Simulator, das ausprobiert? Nein, das auch noch nicht. Im echten Leben? Auch im echten Leben noch nicht. Wakeboarding und Wasserski. Wakeboarding und Wasserski. Das zumindest qualifiziert es dich schon mal hier in der Beachworld Halle 1 zu sein. Hast du denn eins von den beiden ausprobiert? Nein, Wellenreiten war ich schon mal, aber Kitesurfen oder so habe ich noch nicht ausprobiert. Dann könnte es vielleicht ganz, ganz bisschen schwer werden, aber ich bräuchte trotzdem eine Antwort von euch. Und zwar wäre meine Frage für heute, um diesen Gutschein zu gewinnen: Wie lange kann man mit dem Kite in der Luft bleiben? Also jetzt nicht hier in der Halle, sondern tatsächlich im realen Leben. Was meint ihr? Also wenn es gut windig ist, würde ich mal schätzen 20 Sekunden. 20 Sekunden? Und was sagst du? Eine Minute. Okay, wir haben 20 Sekunden von Marc gegen eine Minute. Ich weiß es auch nicht, aber ich kenne jemanden, der es weiß, nämlich den Chris. Der Chris betreut hier nämlich den Kite-Simulator. Hallo. Hallo. Erzähl mal, wie oft gehen die Leute hier rauf und runter an einem Tag? Also pro Person machen wir meistens so 3 bis 4 Sprünge, aber der Simulator läuft den ganzen Tag. Insofern fliegen den ganzen Tag Leute nach oben, von oben nach unten hier. Und wie lange hängen die da oben? Die hängen hier eigentlich so lange da oben, wie sie da hängen möchten. Das ist das Schöne an dem Simulator, so dass man die Flugphase endlos lange gestalten kann, um dann was zu üben oder nicht zu üben. Im richtigen Leben ist es natürlich ein bisschen begrenzter. Nämlich, du kennst die Antwort. Es gibt einen Contest, hast du mir erzählt. Es gibt einen Contest, wie du mir gesagt hast, ganz genau. Jetzt sind natürlich beide Antworten gar nicht so schlecht, aber beim normalen Sprung in einem Contest und so weiter liegst du deutlich näher dran. Der Hangtime-Contest oder der Hangtime in einem Contest liegt momentan so bei 27 Sekunden, wobei es jede Menge Videos gibt online, wo Leute sehr viel länger fliegen, weil sie in irgendeine Gewitterböe oder was auch immer gekommen sind. Aber wenn man vom normal gestandenen Sprung und nicht einem Unfall ausgeht, ne, dann hättest du mit deinen 22 oder 20 Sekunden, die du gesagt hast, ne, wärst du sicherlich am nächsten dran gewesen. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, tut mir leid für dich, aber herzlichen Glückwunsch für dich. Du bekommst den Gutschein, 75 Euro von Akeonautas. Eine Idee, was du damit machen möchtest? Oh, das muss ich mir noch überlegen. Irgendeine Ausrüstung kaufen. Alles klar, dann viel Spaß dabei. Und ich gebe jetzt nochmal für einen ganz kurzen Werbespot ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Liebe Zuschauer, das war sie, die letzte Ausgabe von Boot aktuell in dieser Woche. Bis zum Sonntag geht noch die weltgrößte Wassersportmesse hier in den Messehallen in Düsseldorf-Lohhausen. Besuchen Sie also gerne noch die Boot 2014 und am Wochenende sehen Sie bei uns im Programm auch nochmal die Highlights der Boot 14. Das war's von uns. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis bald und viele Grüße von der Boot. Pantenius Yachtversicherungen präsentierte Ihnen Boot aktuell. Pantenius, da kann kommen, was will.